Einen wunderschönen guten Abend. Guten Abend deshalb, weil es ist 17:58 Uhr, wenn ich diesen Clip hier beginne, und zwar am Freitag, dem 5. Juli. Mein Name ist Christian Schlegel, hier geht es heute um den DAX. Eins vorweg, der DAX hat ein Jahreshoch gemacht und ich habe nirgendwo Applaus gehört. Aber noch viel schlimmer, Dow, Nasdaq, Denpur, die haben All-Time-Highs gemacht, auch völlig ohne Applaus. Also da gab es keine wilden Headlines irgendwo in den Zeitungen. Da waren keine Fotos dabei mit singenden Händlern mit Prosecco in der Hand. Alles heimlich still und leise. Es traut hier keiner dem Markt. Und ich kann es verstehen. Ich bin ja da genauso. Fangen wir mal mit dem DAX an. Wir haben nach wie vor, ich habe einen Trend rausgenommen. Sehen Sie hier diesen Korrekturtrend, damit es ein bisschen deutlicher wird. Wir sind weiterhin in diesem Aufwärtstrend, den wir haben seit Januar. Sind wir wieder reingekommen? Und haben heute die untere Linie touchiert. Dann sind wir in dem zweiten Aufwärtstrend, der etwas steiler verläuft. Und da liegen wir momentan noch ganz gut. Ich finde rein vom Chart her diesen Punkt hier heute, am Freitag, war das sehr wichtig. Das waren die 12.428. Da verbindet sich hier dieses Doppeltop, einmal, zweimal, was wir dann ja überboten hatten am Montag, zusammen mit der unteren Kante des Kanals und mit der 10-Tage-Linie. Das war für heute wichtig. Dieser Trendkanal steigt pro Tag um 40 Punkte und liegt dann am Montag demzufolge bei 12.475. Jeden Tag 40 Punkte drauf. Sollten wir das am Montag sehen, also ist dann ungefähr hier, entspricht es auch dem Tief, was wir am Dienstag hatten. Ich versuche immer so möglichst viele Berührungspunkte zu finden. Das wäre dann hier. Das kann er machen, das ist alles noch in Ordnung. Er darf nur nicht drunter gehen. Dann hätten wir natürlich als nächste Unterstützung hier dieses Gap, was wir hatten vom Freitag letzte Woche. Aber, mir fehlt wirklich der Enthusiasmus. Heute, am Freitag, waren es mal die Banken, Deutsche Bank, Commerzbank, war aber auch im Eurostock, die BNP Paribas dabei, die Soxhen war dabei, in Holland die ING. Es waren von den 10 besten Eurostox-Werten, waren glaube ich 8, meistens während des Tages, waren Finanztitel. Ja. Also da war es heute mal diese Gruppe, die gekauft wurde, auch mal wieder gut. Sind ja schon lange nicht mehr gekauft worden. So, wir haben als weitere Unterstützung außer dieser horizontalen Linie hier bei 12.428 kommend von dem Doppeltop. Danach haben wir dieses Gap hier, das ist vom Freitag letzte Woche und das ist bei 12.405, gefolgt von der 20-Tage-Linie bei 12.313. Das sind jetzt erstmal so die wichtigen Punkte, die ich jetzt hier momentan habe. Nach oben gilt das Hoch von gestern als Widerstand, aber es ist nur ein kleiner. Ja, es ist ein Doji. Jetzt muss man allerdings auch wissen, dass gestern 4. Juli, die Amis waren nicht da und wir gelten ja, also wir der DAX gelten ja als Appendix des großen DAOs. Und wenn die nicht da sind, ist natürlich das Volumen auch deutlich geringer. Was mir nicht gefällt durch den heutigen Tag, durch Freitag, ist, wir haben den ersten Balken des Histogramms schon wieder kürzer. Das mag ich nicht so besonders. Wir gelten als überkauft über die Stochastik, aber noch ohne Verkaufssignal. Also ich habe diese Woche, habe ich überhaupt was im DAX gehandelt? Ich glaube nicht, nein. Ich habe keinen einzigen Trade im DAX gemacht. Ich habe mehr sowas gespielt wie Nordex, Bayer, E.ON, Commerzbank. Das läuft runter momentan, finde ich. Der Index ist Gefangener seiner selbst. Man misstraut ihm und ich kann es verstehen. Wie ich eingangs schon sagte, ich kann es verstehen. Ich bin auch hier nach wie vor sehr skeptisch. Es ist mir zu wenig Enthusiasmus da. Wie dem auch sei, ich nenne ihm mal ein paar Scheine für die Watchlist. Der eine ist ein 12.241er Call. Da sind wir hier drunter, da unter der 20-Tage-Linie. Der ist nur für den Fall, dass wenn wir ein neues Hoch machen, bin ich nicht zu nah dran, weil das ist schon ein ganz gefährliches Terrain hier. 12.241, der hat momentan, also heute hier und jetzt um 18.02 Uhr, einen 38er Hebel. Das ist keine kleine Option, die kann richtig wegreißen. Aber sie liegt auch unter diesen ganzen genannten Unterstützungen, insbesondere unter der 20-Tage-Linie. Das ist von Goldman Sachs, die GA85L4. GA85L4. Kommt bei mir nur dann zum Zuge, wenn wir wirklich hier drüber gehen. Ja, vielleicht idealerweise auch mal die 12.700 rausnehmen. Ich tue mich schwer, das momentan zu glauben.
Und jetzt gucken wir mal nach dem Put. Also als Trading-Orientierter kann ich natürlich hinter das Hoch hier legen. Das wäre mir allerdings, das wäre auch mir zu heiß. Ich lege ihn hinter diesen Trend. Ja, hier so. Der Trend ist so ganz grob bei 12.902. Ich habe mich für den hier entschieden. Das ist ein 12.967er. Der Dow 32er Hebel jetzt hier am Freitagabend. Und das ist die GM0 BAT von Goldman Sachs. Der muss schon ein bisschen weiter weglegen, weil irgendwann kann es mal auch wieder irgendeine lustige Nachricht geben, aus welchem Land auch immer, die vielleicht mal hilft. Deswegen, der muss schon ein bisschen weiter weg. Tja, also ich bleibe insgesamt skeptisch. All-Time-Highs ohne Applaus, vor allen Dingen in allen drei Major-Indizes. Ich wünsche euch ein Happy Trading, eine fette Beute und ein tolles Wochenende. Bye, bye.